knallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es Ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Hast du dich befreit, Abschaum? Ich hab den Dreck. Fang den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Nichts ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks! Zeit zu sterben! Nicht mich! Das Fleisch des Waldläufers ist ihr Vater! Leder, er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann, aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Goroth büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Okay. Goroth hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Eine Zitadelle aus Alter. So. Geheimnisse, die nur meine Augen sehen. Ich bin schon wieder da. Weiter geht's. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Goroth ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Seltsame Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Gut. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden bereit sein. Ein Grauke ist ausgebrochen. Und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht. Ich hab bessere. Vielleicht verdammt ihr ein paar Kugeln. Okay, wir müssen uns jetzt durchschleichen irgendwie. Was hab ich denn so gesehen? Oh, Glück.
verschafft uns Zeit. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Goroth wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Goroth kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Goroth ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Goroth an die Arbeit. Es ist zu kalt. Es ist zu nass. Es ist zu dunkel. Hat für Ablenkung gesorgt, würde ich mal sagen. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Goroth? Goroth! Haben ihre eigene Sprache und unter den Biestern Mordos habe ich mir einen Namen gemacht. Wenn sie im Schlaf zucken, träumen sie von Goroth. Einmal habe ich drei Karagor zugleich gemacht. Sehr schön. Gerüchte, dass der Tag wieder zum Leben erwachen kann, sind genau das, was sie gerade brauchen. Okay, und jetzt ganz schnell einen Angriff, bevor er wirklich flieht. Das war's. Ja, das war ein guter Zug. Jetzt glaube ich, verstehen wir das auch. Sehr schön, Whiteback ist jetzt. Hey, ihr zwei! Hey! Schlepp mir diese Leiche zurück zum Zelt! Ich hol mir eine Belohnung! Verzieh dich, Abschaum! Wir folgen nur den Befehlen von Goroth! Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt! Jetzt los, los! Halt den Schandbaul! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Werber!
sonst schneide ich euch die Ohren ab. Rathbane ist jetzt euer Hauptmann. Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Damit sind wohl wir gemeint. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Okay. Aber was ist jetzt hier mal von unten? Gut, das war der erste. Sehr schön. Es wurde auch Zeit. Hat jemand diesen Tag erwischt? Er redet bloß davon, dass die neuen Waffen fertig sind. Oh, das ist gut. Lass uns diesen Waldläufer in die Rippen stoßen. So. Burgisch, der Spürhund. Ja, wir haben jetzt eigentlich sehr viel Informationen. Was war das für ein Geräusch? Warn sicher nur! Du wirst immer so schrecken!
Okay, dann müssen wir mal da rüber. Es gibt kaum etwas Besseres, als zu sehen, wie das Leben aus den Augen eines... So. Wir probieren's. Klinge gegen Klinge! Menschendreck! Du warst schon zu lange in den Schatten! Es wird Zeit, dich uns allen zu zeigen! Ja. Aber erst nachdem ich dich besiegt habe. Runter, Made! Stell dich! Du versuchst es doch tatsächlich noch einmal! Hol doch mal, Waldläufer! Okay. Nein. Du bist mir wesentlich schuld. Schau, wie viele sind. Zerschmettert ihn! Nicht bewegen! Der Narr ist kein Gegner! Okay, wir werden jetzt dann nach hinten rennen. Stinkt es vor lauter Menschenpack.
Du sagst es. Das Einzige, was noch schlimmer riecht, ist Karagor-Schrack. Ich hab schon viele Karagor erlegt und muss mich immer noch mit euch Idioten abgeben. Halt der! Lass mich Schrack! Ist das der Waldläufer? Schnell! Zeit für eine Trachtprügel! Pass auf, er hat flinke Finger! Bleib da! Den Schild habe ich nicht ohne Grund! Zerschmettert ihn! Okay, also es wird ein bisschen schwierig, ein bisschen länger, diesen Hauptmann zu töten hier, aber wir werden jetzt genau so werden. Das war's. Wir haben ihn. Okay, ich glaube, wir müssen hier weg und müssen uns das von anders holen. Einfach jetzt. So. Fähigkeiten freischalten. Okay. Ein guter Schütze hat seine Armbrust immer schussbereit. Dort werden wir auch hingehen. Schützen sind Feiglinge, sagt zumindest Gorgum. Der weiß doch nicht, wovon er redet. Ich verlasse mich ja lieber auf mein Schwert. So. Das Kämpfen auch viel mehr Spaß. Da müssen wir auch noch rauf auf diesen Turm.
Aber das dann in der nächsten Folge. Bis dann, rein, mach's gut, ciao.